Wir haben dich vor einer Weile in unserer Community gefragt, zu welchem Thema du gerne mal ein eigenes Video sehen würdest. Und Rosatia war tatsächlich ganz vorne mit dabei. Deswegen beantworten wir in diesem Video alle deine Fragen zusammen mit der Dermatologin Dr. Alice Martin. Außerdem erfährst du, warum du vielleicht sogar deine empfindliche oder auch unreine Haut mit Rosatia verwechselst, wie die perfekte Pflegeroutine aussehen kann und auf welche Inhaltsstoffe du achten solltest. Alice, magst du dich einmal ganz kurz der YouTube-Welt vorstellen und erzählen, wer du eigentlich bist und warum es eine sehr gute Idee ist, ausgerechnet mit dir über das Thema Rosatia zu sprechen? Ja, wirklich sehr gerne. Mein Name ist Alice Martin, ich bin Hautärztin in Weiterbildung und mache ganz viel Aufklärung zu dermatologischen Themen. Und gerade jetzt, wenn die Sonne wieder rauskommt, wenn das gute Wetter da ist, dann merkt man häufig, dass die Haut empfindlicher wird, Rötungen, manchmal auch kleine Gefäßäderchen, die erscheinen. Also Stichwort Rosatia, erste Symptome. Und ja, deswegen lohnt es sich heute auch wirklich lange dran zu bleiben. Wir sprechen da über die wichtigsten Maßnahmen auch in der Pflege und worauf man sonst so achten sollte. Sehr, sehr spannend. Du bist ja auch eine der Mitbegründerinnen von Dermanostic. Das ist eine Hautgesundheits-App. Darüber werden wir im Video später auch noch ein bisschen näher eingehen. Und jetzt, wo du Alice kennengelernt hast, würde ich dir gerne noch eine neue Kategorie auf diesem YouTube-Kanal vorstellen, nämlich das Guest Secret. Ganz genau, du hast richtig gehört, das Guest's Secret. Ab jetzt kommt kein Gast mehr von meiner Couch, ohne sein persönlichstes Beauty-Geheimnis mit euch zu teilen. Und weil wir ja heute das Guest's Secret zum ersten Mal vorstellen, wirst du im Laufe des Videos auch mein ganz persönliches Beauty-Geheimnis erfahren. Und Alice, gerade bei dir bin ich sehr gespannt, weil im Podcast habe ich schon erfahren, du hast eine sehr spannende Beauty-Hack-Tante, die dir so tolle Tipps gibt, wie zum Beispiel die Wimpern schneiden, in der Hoffnung, dass sie schneller nachwachsen. Ob dein Guest's Secret auch was damit zu tun hat oder nicht, das erfahren wir auf jeden Fall im Laufe des Videos. So, jetzt aber direkt ins Thema, Alice. Das Wichtigste zuerst, Rosatia oder Rosacea? Ja, das ist, wenn man medizinisch oder die Ärztinnen fragt, dann ist es Rosatia. Mhm. Man sagt aber ansonsten, oder die meisten kennen es unter Rosacea oder Couperose. Ah, okay. Am Ende ist es das Gleiche. Man bezeichnet es als Fluch der Kelten. Oh. Das heißt vor allem, helle Hauttypen, also Hauttyp 1 bis 2, nordische Hauttypen entwickeln eine empfindliche Haut im Sinne von Rötungen, immer wiederkehrenden kleinen, manchmal auch Papeln, Pusteln, Pickelchen, die aber keine Akne sind. Und sehr spannend, also wirklich da auch nicht so leicht die Unterscheidung genau zu finden. Genau, also so kurz, damit man mal alle Begriffe gehört hat, die zum Thema Rosatia gehören. Ja, okay. Also du kannst Rosatia sagen, Rosatia, Tomato, Tomato, beides funktioniert. So, jetzt gibt es ja ganz verschiedene Begrifflichkeiten. Es gibt die Hauttypen, die Hautzustände, Hauterkrankungen. Was genau ist jetzt Rosatia? Ja. Genau, bevor wir erstmal über die Rosatia sprechen, was ist überhaupt ein Hauttyp? Der Hauttyp, es gibt ja unterschiedliche Klassifikationen. Wir nehmen jetzt mal die Klassifikation nach Fitzpatrick, wo man die Hautfarbe charakterisiert. Exakt, das wissen nämlich viele auch nicht. Man denkt, der Hauttyp hat was mit der Beschaffenheit von Schweiß und Talg zu tun, aber eigentlich ist damit tatsächlich eher die Färbung, die Pigmentierung Richtig, gemeint. Genau. Mhm. Da gibt es 6 Hauttypen. Hauttyp 1 beispielsweise rote Haare, grüne Augen, Sommersprossen, wird nie an der Sonne braun, sondern eher direkt rot. Genau. Und ohne Übergang. Dann hat man im Gegensatz dazu Hauttyp 6 beispielsweise, komplett dunkel pigmentiert, kann über 90 Minuten an der Sonne bleiben und es kommt trotzdem nicht zu einem Sonnenbrand. Was wärst du jetzt für ein Hauttyp? Also ich bin Hauttyp zwischen 3 und 4. Mhm. Das liegt daran, dass ich insgesamt eine etwas dunklere Haut habe, aber trotzdem nicht so dunkel pigmentiere wie ein echter Hauttyp 4. Okay, verstehe. So ein Zwischending. Genau, das liegt daran, dass meine Mutter ist Hauttyp so 1 bis 2 und mein Vater ist Hauttyp 4. Und ja, dann kommt sowas raus. Genau. Okay. Also das ist jetzt, wenn wir die Klassifikation nach Fitzpatrick nehmen. Mhm. Jetzt kann man aber auch Hauttypen auf andere Sachen charakterisieren. Zum Beispiel, wenn wir das Gesicht nehmen, dann kann man eine Mischhaut haben, eine fettige Haut und so weiter. Ich spreche lieber von einem Hautzustand. Weil der Zustand kann sich verändern. Genau. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt ganz viel Sport gemacht habe, meine Hautpflege auch nicht so gut ist beim Sport, dann kann sich die Haut eher verfetten und dann habe ich einen fettigen Hautzustand. Aber wenn das über Jahre hinweg so ist, dann kann es auch ein Hauttyp sein. Das hat aber nichts mehr mit der Pigmentierung zu tun. Ja, richtig. Und jetzt hast du gerade gesagt, was ist die Rosatia? Das ist eine Hauterkrankung. Und die kann bei allen Hauttypen und bei allen Hautzuständen auftreten. Okay, das ist auch sehr spannend, weil man weiß ja, manche Hautzustände oder Erkrankungen sind sehr
abhängig vom Hauttyp. Mhm. Also das klassische Beispiel ist, glaube ich, Akne oder auch Präakne, die Vorform, die sich ja auf öliger Haut besonders wohl fühlt. Aber Rosacea, davon kann tatsächlich jeder Hauttyp betroffen sein. Das ist auch ganz wichtig, auch bei der Akne. Es gibt auch Akne und trotzdem ein trockenes Hautbild. Mhm. Also das heißt, es ist häufiger, dass zum Beispiel Hauttyp 1 und 2 eine Rosacea entwickeln. Ah, okay. Aber es ist nicht die Voraussetzung dafür. Okay, es kann sein, muss aber nicht. Genau. Wie würde ich denn als Laien beim Blick in den Spiegel erkennen können, ob ich von Rosacea betroffen bin oder nicht? Was würde ich da sehen im ersten Moment? Klassiker ist das Gefühl, und zwar, ich habe eine sehr sensible Haut. Mhm. Die sehr sensible Haut bedeutet, dass sie schnell reagiert. Ja. Mit Rötung, mit Hautunreinheiten, das ist erstmal untypisch für einen normalen Hauttypen. Mhm. Und die Rosacea ist eine empfindliche Haut. Das heißt, draußen ist die Sonne, die Haut fängt plötzlich an, so ein Flush, also plötzliche Rötung, ja, und die verschwindet wieder. Oder ich habe kleine Äderchen, ich trinke Alkohol, viel Histamin, Käse, Tomaten, plötzlich zack, die Haut ist wieder rot. Okay. Und das ist ein Charakteristikum der Rosacea, wo ich, wenn ich in den Spiegel gucke, einfach erstmal in meine Erinnerung schwelge, wann habe ich das denn überhaupt? Mhm. Ja, vielleicht ist es morgens auch in Ordnung oder die Pflegeprodukte müssen besonders schonend sein, wenig Allergene enthalten, nicht zu viel Reibung. Durch die Reibung, mechanische Reibung oder Peelings kann es dann wieder... Die Pflegeroutine schauen wir uns auch gleich noch ganz genau im Detail an. Du darfst gespannt sein. Also auch da, das ist das Gleiche, kann es dazu kommen. Und das sind Vorboten oder Voraussetzungen, dass man an eine Rosacea denkt. Ich habe ja jetzt im Intro schon so ein bisschen reißerisch angekündigt, es kann gut sein, dass man eine empfindliche oder auch eine unreine Haut sogar mit Rosacea verwechselt. Mhm. Du sagst, das kann auf jeden Fall auch passieren. Ja. Wie könnte ich denn da jetzt genau die Unterscheidung treffen? Hat das dann tatsächlich eher was mit dem Hauttyp zu tun, also mit der Beschaffenheit des Säureschutzmantels jetzt, nicht mit der Pigmentierung? Es hat mit was ganz anderem zu tun. Also erst einmal gibt es ähnlich aussehende Erkrankungen. Ja. Und ich nehme jetzt mal die großen drei, das ist die Akne, die Rosacea und die periorale Dermatitis, mhm, weil sie alle entwickeln oder können Pickel verursachen. Ja. Und das ist übrigens, also jetzt ganz off topic, nächste Woche kommt mein Buch raus, da reden wir über Akne und da geht es aber auch um die Unterscheidung dazwischen. Mhm. Und was ich ganz spannend finde ist, wenn man in den Spiegel guckt, sieht man Mitesser. Und Mitesser ist etwas Klassisches, was in die Schublade der Akne gehört. Ja. Mitesser habe ich bei der Rosacea eher nicht. Okay. Vereinzelt kann es natürlich sein, ja. Mhm. Aber das ist nicht klassisch. Und die Lokalisation ist auch interessant. Also bei der perioralen Dermatitis, Stewardessenkrankheit um den Mund herum. Genau, perioral um den Mund herum. Ja. Bei der Akne kann ich das vor allem ab dem 30. Lebensjahr, man nennt das dann Akne-Tader, im unteren Gesichtsbereich entwickeln. Aber da ist auch so die Kinnpartie und die Wangenpartie unten betroffen. Okay. Mhm. Und bei der Rosacea... Richtig. Hier. Genau, Wangenpartie. Da, wo du sonst dein Rouge auftragen würdest oder deinen Bronzer. Genau. Und das ist erstmal, um das so ganz grob zu charakterisieren, wie man es unterscheidet. Okay. Dann hast du jetzt noch eine Hauterkrankung angesprochen, nämlich die Kuparose. Damit kenne ich mich auch sehr gut aus. Mal gucken. Wir werden dir vielleicht hier noch irgendwo oder dort ein Bildchen einfügen, damit du die auch mal sehen kannst. Und ich weiß, gerade in der Kosmetikkabine verwechselt man die Kuparose gerne auch gerade mit dem Anfangsstadium der Rosacea. Kannst du uns da noch mal einen kleinen Tipp geben, wie man da die Unterscheidung trifft? Ja, das ist jetzt von der Trennschärfe, je nachdem, was man liest, sehr unterschiedlich. Also Rosacea hat insgesamt 4 Stadien, wobei es ein Stadium 0 gibt, also sagen wir jetzt mal 3 Stadien. Okay. Stadium 0 heißt immer wiederkehrende Rötung, mhm, ein Flush. Dann im Stadium 2 hat man so kleine Telangiektasien, kleine Äderchen, ganz fein. Sieht und aus wie so Spinnenweben im Prinzip, so gerötet, kann man sagen. Richtig. Und dann im Stadium 2 kommt es zu kleinen Pickelchen und Pusteln, also Rosacea papulopustulosa. Ich spreche es jetzt nicht nach. Und im letzten Stadium kommt es dann, das haben ganz wenige, zu der Knollennase. Genau, viele haben fälschlicherweise Säufernase dazu gesagt. Ja, hat nichts damit zu tun, nein, nicht zwingend. Gar nicht. Und es kann auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel dem Kinn oder auch der Stirn auftreten. Ah, okay. Das, was passiert, ist eine vermehrte Ausbildung von Talgdrüsen, mhm, die fangen an zu wachsen. Und dann hat man eben plötzlich diese Knollennase oder ein Knollenkinn oder eine Knollenstirn. Ja. Das ist natürlich ungut. Und Kuparose, das, was man jetzt eher im kosmetischen Bereich charakterisiert, ist vor allem diese Rötungen, also klassisch mit der Wangenpartie, diese kleinen Äderchen auch hier. Deswegen ist es
wir trennen jetzt das Medizinische, wo man wirklich anhand von Stadien entlang geht und von der Couperose, wie man sie im Alltag benutzt, mhm. weil wir sind in der Medizin viel feiner unterwegs und die Couperose beschreibt ja erstmal nur das Äußere, mit was ja auch Stadium 2 sein könnte, aber auch im Stadium 3 könnte ich das zum Beispiel haben. Ja, verstehe. Okay. Also ich kann mir vorstellen, so vor 400 Jahren hätten wir es noch ein bisschen einfacher damit gehabt, rauszufinden, warum man jetzt unter Rosatia leidet. Da hätte man einfach gesagt, wahrscheinlich zu oft die Götter erzürnt. Heute sind wir zum Glück ein bisschen weiter. Was sind denn die echten Gründe dafür, warum ich mit Rosatia zu tun haben könnte? Grund Nummer eins ist, es liegt an der Genetik. Das heißt, ich habe einfach das Hautbild dafür, ich habe die genetische Veranlagung, vielleicht jemand in der Familie, der das auch hatte. Ja. Grund Nummer zwei sind meine Triggerfaktoren. Mhm. Also das heißt, ich habe die Veranlagung, ich kann es aber sehr gut in Schach halten bei niedrigen Stadien, wenn ich entsprechend mich vor der Sonne schütze, wenn meine Hautpflege sehr gut ist, angepasst, auch nicht zu überpflegt. Viele neigen dann zum Überpflegen. Mhm. Und ich auch ansonsten achte bei Alkohol, bei Käse, bei Tomaten, also alles, was Histamin hat, das kann das nochmal verstärken. Und ganz wichtig, es ist eine Hauterkrankung. Das heißt, ich brauche eine medizinische Behandlung und manchmal, egal wie viel ich selber herumdoktore, trotzdem kommen die Hautunreinheiten und Pickelchen. Und das liegt nicht daran, dass die Hautpflege nicht gut ist. Ja, sondern oder dass ich irgendwas falsch mache. Nein. Sondern es ist einfach die Erkrankung. Es ist die Erkrankung, genau. Wie wenn man sagt, man hat Kopfschmerzen, dann sagt der eine, oder Migräne, trink ein Glas Wasser, du hast bestimmt zu wenig nicht getrunken. Ja, viel Glück damit. Ja, und ähnlich nur bei der Haut. Dadurch, dass es von außen ist, meinen viele Personen, sich ein Meinungsbild machen zu können, was denn richtig und falsch ist. Und da ist natürlich, da gibt es Grenzen. Ja, ganz klar, wo man sagt, jetzt sollte wirklich das medizinisch behandelt werden. Ja, also dann auf jeden Fall immer bei der Dermatologin oder dem Dermatologen nachfragen. Da kommen wir nochmal zu Dermanostik. Mhm. Ist denn Rosatia etwas, womit ihr bei Dermanostik tatsächlich auch oft zu tun habt? Viel. Also wir haben unsere Top 5, sage ich jetzt mal. Und wir haben eigentlich, also das, was bei uns so besonders ist, wir haben hier eine digitale Hautarztpraxis aufgesetzt. Das heißt, man kann uns immer die Fotos zuschicken, am Wochenende, tagsüber. Und wir schauen uns das dann an. Nummer 1 ist Akne. Dann haben wir, ich glaube, auf Platz 3 ist die Rosatia. Schon, okay. Ja, auf Platz 2, meine ich, haben wir die Schuppenflechte. Mhm. Entschuldigung, die Neurodermitis. Und auf Platz 4 die Schuppenflechte. Okay. So, und Platz 5 sind Muttermale. Also das heißt... Und wir haben ganz viele Diagnosen schon gestellt, aber alles, was mit der Haut zu tun hat, im Gesicht, das ist hoch gerankt, weil der Leidensdruck ist hoch und dann denkt man sich, Mensch, einmal kurz, dass jemand drauf guckt, mich medizinisch behandelt und dann sieht es hoffentlich wieder besser aus. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Service. Du findest selbstverständlich auch den Link zu der Dermanostik-App in der Infobox und auch zu allen Social-Media-Kanälen, die überraschend unterhaltsam sind tatsächlich. Okay. Also auch ich gucke mir gerne die Reels von Dermanostik an für meine Recherche, um selbst ein bisschen was dazu zu lernen. Und wie Alice gerade gesagt hat, gerade wenn du Probleme hast, auch schnelle Termine bei der Dermatologin zu bekommen oder dich vielleicht auch einfach schämst. Ich meine, wir alle wissen natürlich kognitiv, dass es keinen Grund dafür gibt. Das hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun manchmal. Also das sind auf jeden Fall alles gute Gründe, Dermanostik einmal auszuprobieren. So Alice, wir haben ein bisschen was zum Snacken vorbereitet. Mhm. Ein paar Leckereien, nämlich einmal ein Fläschchen Wein. Mhm. Dann haben wir Erdbeeren hier mit dabei und Chilischoten. Mhm. Keine Ahnung, ob Steffen Hensler uns daraus ein cooles Menü kochen könnte. Aber du hast schon das Thema Histamin angesprochen. Mhm. Alle diese Lebensmittel haben auch tatsächlich was mit Rosatia zu tun. Ja. Und zwar kennt die betroffene Person das sicherlich. Sie trinkt einen Schluck Wein und plötzlich... Ja, Flash. Genau, Flash. Mhm. Oder das Essen ist sehr scharf, Flash. Das heißt, die Haut als Spiegel der Seele reagiert bei diesen Personen deutlich stärker, mhm, mit Rötung. Und manchmal können auch wirklich dann 2-3 Tage später Hautunreinheiten entstehen. Ah, okay. Ja, also das sogar auch. Ja, woran liegt das jetzt? Also es liegt zum einen daran, dass Histamin ist herausgefunden worden, ist ein Triggerfaktor. Mhm. Und das, was in der Haut passiert, also um es jetzt gar nicht so komplex zu machen, da findet eine Art Entzündungsreaktion Kaskade statt. Mhm. Die Gefäße spielen eine Rolle, das heißt, die Gefäße weiten sich. Durch eine Gefäßerweiterung entsteht dann auch die sichtbare Rötung, ja, und auch Wärme. Mehr Blut kommt durch die Gefäße, deswegen wird man rot. Eben, und das ist bei den Betroffenen deutlich schneller, deutlich sensitiver, also eigentlich ein Mechanismus, der normalerweise jetzt bei mir nicht aktiviert wird, mhm, wird dort sehr schnell aktiviert. Das gleiche auch mit scharfen Speisen, Pfeffer. Also ich habe auch jemanden bei mir im Team, sie weiß sofort, wo Pfeffer drin ist, weil sie reagiert. Also ihre Haut sagt ihr, sie reagiert und sie ist extrem empfindlich. Ich merke überhaupt nicht, ob Pfeffer da ist, ja, und sie schmeckt es sofort raus.
Ja, und das ist auch eine große Schwierigkeit, finde ich, weil man in seinem Alltag extrem aufpassen muss und dann, egal wo man ist, im Restaurant, einkaufen etc., sagt, ja, jetzt muss ich genau gucken, was da drin ist. Weil man es einfach sieht. Aber auf jeden Fall auch schon mal ein guter erster Hinweis, ob du von Rosacea betroffen sein kannst oder vielleicht auch eher nicht. Mhm. Ist Rosacea etwas, womit ich einfach zurechtkommen darf, mit eben entsprechenden Lebensmittelentscheidungen, die ich treffe, mit meinem Lebensstil, mit der richtigen Pflegeroutine, oder gibt es sogar die Möglichkeit, das zu heilen? Ja, das ist viele Fragen. Wie sieht es aus? Wie ist die Prognose? Erst einmal ist es eine Veranlagung der Haut. Damit kann man sagen, genau wie bei der Neurodermitis, gibt es Schübe. Mhm. Das heißt, es kann Phasen geben, in denen es sehr gut aussieht mit der Haut. Es kann aber auch Phasen geben, wenn viel Stress, die Ernährung falsch ist und, dass dann plötzlich das Hautbild wieder ausbricht. Okay. Es ist sozusagen, wenn man so möchte, chronisch. Es ist eine Veranlagung, genauso wie andere Personen eben trockene Haut haben und Schübe entwickeln oder die nächsten haben zum Beispiel immer wieder Rückenschmerzen, immer wieder Kopfschmerzen. Es gehört zu einer Person selbst. Ja. Und ich glaube, der erste Schritt ist zu akzeptieren, dass man diese Veranlagung hat, und im nächsten Schritt, dass man wirklich im Alltag schaut, wo sind meine Triggerfaktoren, wie kann ich sie minimal halten. Sehr gute Hautpflege, weil das ist das A und O, und in den Phasen gegebenenfalls dann die medizinische Behandlung. Verstehe. Alice, was glaubst du, ist die häufigste Frage, die uns in der Community gestellt wurde, wenn es um Rosacea geht? Was ist die richtige Hautpflege wahrscheinlich? Exakt, und dazu kommen wir jetzt als nächstes. Wir haben ja schon erfahren, Rosacea kann so gut wie jeden Hauttypen betreffen. Das heißt, entsprechend ist natürlich auch die Pflegeroutine ganz individuell zu betrachten. Wir geben jetzt mehr sehr allgemeine Tipps. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, auch bei Rosacea wäre es vielleicht nicht schlecht, die Haut ab und zu mal zu reinigen. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich jetzt einmal zur Auswahl mitgebracht, so ein erfrischendes Reinigungsgel für so einen frischen Kick, auch so ein bisschen kühlen vielleicht. Dann haben wir eine super sanfte Reinigungsmilch mit dabei und ein mildes Reinigungsöl. Die kommen übrigens auch sehr häufig ohne künstliche Konservierungsstoffe und ohne Sulfate aus, nur so als kleiner Tipp. Gibt es eins davon, was du jetzt bei einer Rosacea eher bevorzugen würdest? Ja, es kommt jetzt darauf an, wie der Hautzustand ist. Okay. In der Regel haben um die 30-40% nämlich einen fettigen Hautzustand, dann würde ich das Öl zur Seite tun. Ja. Und das heißt, für mich als Favorit ist jetzt die Milch, einfach von der Galenik her, weil sie ist, also es ist von der Galenik her sehr mild, es ist nicht zu wässrig, das heißt, es entzieht auch nicht Feuchtigkeit, aber gleichzeitig fettet es nicht zu stark. Perfekt, also Reinigung mit der Reinigungsmilch, das haben wir schon mal. Dann ist jetzt die Frage, Peeling ja oder nein? Und wir haben zwei unterschiedliche. Einmal ein Enzympeeling, das also komplett ohne Peelingkörnchen auskommt, und eins mit abgerundeten Silikakügelchen. Das würde ich zur Seite tun, weil alles, was Reibung macht, führt wieder zum Flush. Alles, was sanft ist, also sprich ein Enzym, eine Enzymvariante, dass man dann einfach wahrscheinlich mit Wasser als Pulver. Ja, ganz genau. Ist super. Das funktioniert gut. Das also funktioniert. Peelen ist jetzt nicht per se schlecht. Peelen ist nicht per se schlecht, die Frage ist, wie peel ich? Und Körnchen oder mechanische Reibung ist eher nicht zu empfehlen. Okay, gut. Dann, bevor wir zu den Pflegen an sich kommen, hast du Tipps, was Inhaltsstoffe generell angeht? Also Inhaltsstoffe, die besonders wohltuend sind bei Rosacea, und welche, von denen ich mich vielleicht eher fernhalten sollte? Grundsätzlich wohltuend ist Sonnenschutz. Sehr gut. Wie immer im Leben übrigens. Ja, wie immer, und da ganz besonders, weil es natürlich ein Triggerfaktor ist, und damit haben wir einen Triggerfaktor schon mal weg. Ja. Das zweite ist, die Tagespflege sollte nicht zu aggressiv sein. Mhm. Es gibt einige, die haben dann Vitamin A, Retinol oder Vitamin C. Oder das ist etwas, braucht man nicht. Okay, also bei Rosacea eher diese sehr aktiven Inhaltsstoffe vermeiden. Ja, also das wäre jetzt, dass man oder dass jetzt ein bestimmter Wirkstoff drin sein muss, das gibt es in der Hinsicht nicht. Vielleicht ist noch wichtig, wer zu einer schnellen Reaktion neigt, alles was mit Minze oder gefäßdilatierend, also gefäßerweiternd, frische Kick, gibt es ja Menthol, kennst kann du vielleicht? Kann angenehm sein, ja. Duschgels, ja, danach mit Menthol, und dann ist man im Schleimhautbereich und denkt sich so, um Gottes Willen. Also, gleich ist aber auch bei der empfindlichen Haut Rosacea. Ja. Also auch das eher nicht. Davon Abstand nehmen. Ansonsten, eigentlich ad gusto, okay. Wie es der Person gefällt. Dann gucken wir uns nochmal die Texturen an. Auch hier haben wir wieder ein
der Name lässt uns jetzt schon aufhören, ein erfrischendes Gel vorbereitet. Dann haben wir eine ganz leichte Feuchtigkeit spendende Pflege und ich habe leider nur zwei Arme, einen sehr reichhaltigen Balsam mit 25% Shea Butter. Mhm. Auch da wieder abhängig vom Hautzustand oder was wäre dein Tipp? Ja, abhängig vom Hautzustand, aber das klingt, also Shea Butter ist eine sehr gute Möglichkeit, dass die Haut jetzt nicht zu stark gefettet wird, also nicht komedogen, auch nochmal ein wichtiges Stichwort, dass man drauf guckt. Ansonsten, das ist jetzt nur ein Name, frische Kick. Das heißt nicht zwingend, dass Menthol oder dergleichen drin sein muss. Genau, ja, exakt. Sollte man einfach auf die Inhaltsstoffe gucken. Okay, wir fassen also zusammen. Zum Reinigen eignet sich besonders gut eine milde Reinigungsmilch, die keine Feuchtigkeit entzieht, aber auch nicht zu stark rückfettend ist. Dann ein Peeling, wenn Peeling, dann ohne Körnchen, also ein sanftes Enzympeeling beispielsweise. Und die Hautpflege mit nicht zu starken aktiven Inhaltsstoffen und je nach Hautzustand auswählen. Liebe Alice, wir sind fast am Ende des Videos angelangt. Das bedeutet für dich, du darfst uns einmal dein Guest's Secret verraten, dein ganz persönliches Beauty-Geheimnis. Ja, ich habe ein Beauty-Geheimnis, was sehr gut zur Rosazea passt. Okay. Und zwar, wenn zum Beispiel ein Sonnenbrand vorhanden ist oder diese Rötung da ist, gibt es Produkte mit einem leichten grünen Stich als komplementär zu Rot. Und das kann ich wirklich empfehlen. Ich habe das häufig, wenn ich Sport gemacht habe und danach diesen Afterburn-Effekt hatte, ein Termin auswärts, diese Wangen sehr rot, dann hilft das gut. Sehr also das gut. Ist ein Tipp, was auch gut jetzt zum Thema Rosazea passt. Perfekt. Ist der auch von deiner Tante? Nee, der ist jetzt drauf gekommen. Verstehe. So, und ich hatte dir ja auch versprochen, weil es das erste Mal ist, wirst du auch mein persönliches Beauty-Geheimnis erfahren. Und ich trage tatsächlich nachts eine Zahnspange. Ich habe nämlich erst ganz spät im Leben mit Ende 20 meine Zähne korrigiert und ich habe sehr willensstarke Zähne, die sich einfach die ganze Zeit verschieben würden. Das heißt, ich trage bis heute nachts einfach eine Zahnspange. So, vielen lieben Dank, Alice. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Wenn gerne. Du dieses Video genauso spannend fandest wie wir, dann gib ihm gerne einen Daumen hoch und denk dran, in die Infobox zu schauen. Da findest du alle Infos zu Dermanostic und auch die passenden Social Media Kanäle, wo du auch ein Wiedersehen mit Alice erleben kannst tatsächlich. Und falls du heute noch nichts Gutes getan hast, dann fang doch schon mal damit an, den Kanal zu abonnieren. Also auch wenn du was Gutes getan hast. Du siehst aus wie jemand, der regelmäßig was Gutes tut. Abonnier den Kanal einfach trotzdem. Also egal wie, abonnier den Kanal.